Ist Studieren in den USA wirklich so teuer und bedeutet das, dass man in jedem Fall mit einem Berg Schulden zurückkommt? Let's find out. Aber zunächst, was kostet eigentlich ein Studentenleben in Deutschland mittlerweile? Ein Blick auf den aktuellen Mietspiegel in vielen deutschen Großstädten zeigt, dass man selbst bei einem WG-Zimmer aktuell mit durchschnittlich 700 bis 800 Euro rechnen muss. Dazu kommen Lebenshaltungskosten und Gym-Mitgliedschaften, die das Budget weiter belasten. Wenn man in einer deutschen Großstadt studiert, muss man also schon mit monatlichen Kosten von 1500 bis 1800 Euro rechnen, je nachdem, wo du lebst und wie dein Lifestyle aussieht. Wie sieht es nun in den USA aus? Dazu sollte man zunächst verstehen, wie das System in den USA funktioniert. In den Studiengebühren sind nicht nur die Kosten für deine Uni, sondern auch Unterkunft, volle Verpflegung in der Campus-Cafeteria und die Nutzung des uni-eigenen Gyms und so weiter inklusive. Die konkreten Kosten variieren natürlich von Universität zu Universität. Große, renommierte Colleges haben selbstverständlich höhere Studiengebühren. Jedoch, bei einem Großteil der guten Universitäten in den USA liegen die Gebühren Wohnen und Essen inklusive bereits bei 20.000 bis 30.000 US-Dollar pro Jahr. Das ist gar nicht mal so weit entfernt von den Kosten eines deutschen Studenten. Wenn es dein Traum ist, in den USA zu studieren, dann lass dich nicht sofort von den Finanzen abschrecken.